Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier moderativ tätig ist der Till von Till und sein Vlog, YouTube-Kanal. Und ich bin der Sashi und wir haben heute den 22. Dezember und am 22. Dezember haben wir ein Geburtstagskind, das jetzt erstmal nur der Till kennt. Im Moment noch, aber ich werde es euch verraten, es ist Maurice Gibb. Welcher von denen ist das? Das ist einer von den Bee Gees. Ja, ja, aber welcher von denen? Der eine heißt Barry, das ist glaube ich... Und der andere heißt Maurice, also... Nee, es sind drei. Ja, dann heißt einer Maurice und der ist es. Ja, du bist... Was willst du von mir? Ist das der als erster gestorben ist? Ich weiß nicht, er ist Barry? Auf jeden Fall schon tot. Ja, wann ist der gestorben? 2003, am 12. Ja, das ist der. Pass auf, Maurice Gibb. Mhm. Maurice Gibb ist gestorben 2003. Und ich hatte irgendwie über Umwege, hatte ich irgendwie so eine alte Eintrittskarte von den Bee Gees. Das ist ja der Sänger von den Bee Gees gewesen. Also Maurice Gibb, Bee Gees und so ein Zeug. Ne, klar, haben wir das gesagt? Keine Ahnung. Egal. Ja, Bee Gees, so Bee Gees erwähnt. Ja, genau. Und ich hatte so eine Eintrittskarte von irgendeiner Konzerttour. In Frankfurt war das, glaube ich. Ich weiß nicht, von wem ich die bekomme. Ich war selbst nie da. Und diese gebrauchte Konzertkarte, die schon 10 Jahre alt war, habe ich damals ins eBay gesetzt. Okay. Und habe sie versteigert. Und habe dafür, glaube ich, 180 Euro bekommen. 180 Euro für diese Karte. Ja? Hammer, ehrlich. Weil dieser Maurice Gibb, hat gesagt, gib ihm Saures, zack. Und hast du den Witz verstanden? Egal. Und da habe ich 100, und dann bin ich auf dem Flohmarkt, ich war ja noch Student damals, das war voll geil für mich. Und dann bin ich damals auf dem Flohmarkt gegangen. Vor allem als er Student war, da waren ja 150 Euro. 180. 180 Mark. Da war das Euro. Euro. Das war schon Euro, 2003. Das waren schon Euro? Ja. Hammerhart, sag ich dir. Und da bin ich dann auf den Flohmarkt gegangen und habe dann auf dem Flohmarkt gesehen, da gab es so alte Videokassetten, noch original verschweißt, von den Bee Gees. Von irgendeinem Konzertkram. Die habe ich gekauft. Ich habe 5 oder 6 Stück von denen gekauft und habe jede von diesen Videokassetten auch versteigert in dieser Zeit, wo der Maurice Gibb gerade irgendwie so gehypt wurde, weil er tot war. Und da habe ich jede von denen, glaube ich, irgendwie 25 Euro bekommen. Ich habe die für 3 Euro gekauft und habe für jede von denen 25 Euro gekriegt. Eine VHS-Videokassette musst du mal reinziehen. Die waren damals schon nicht mehr modern. Nee. Ja, aber die waren original verschweißt. Ja, sehr cool. Ja. Du weißt, wie man Geld macht. Nee. Das war nur damals mal kurz, ne? Oh. Ja. Aber egal. Deshalb bist du jetzt hier. Jetzt bin ich leider hier gelandet. Ja, was soll ich machen? Naja. Aber das war am 22. Dezember. Da ging der ganze Kram los. 2003. Nee, der ist ja geboren am 22. Dezember. Wann ist er gestorben? Januar. 12. Januar. 12. Januar, genau. Am 12. Januar ging das mit dem Hype los. Egal. Ja. Aber ach so, am 22. Jetzt bin ich ja wieder dran. Ja, am 22. Dezember 1894 wurde der französische Offizier Alfred Dreyfus fälschlicherweise der Spionage für Deutschland beschuldigt und nach einem von antisemitischer Hetze geprägten Skandalprozess verurteilt. Er wurde degradiert und lebenslang verbannt. Und er ist, was guckst du denn so desinteressiert? Nichts, ich gucke nicht desinteressiert. Und er 12 Jahre später wurde er rehabilitiert. So, und das war 1894, das war damals ein Riesending. Ja? Alfred Dreyfus. Okay. Mhm. 22. Dezember. Aber bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Nein, aber das mit Maurice Gibb war gut. Ja. Ja, Maurice Gibb war ganz wichtig heute. Genau. Ja. Aber morgen ist der 23. Dezember. Jetzt sind wir 2 Tage vor Weihnachten, ne? Ja. Hast du jetzt endlich alles? Scheißdreck habe ich. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.